Moin, liebe Kartell- und Bundesbrüder. Ich melde mich heute bei euch aus Rom, aus dem Germanicum und noch genauer aus der Bierstube des Germanicums. Passenderweise, aber eigentlich nur des Lichtes wegen und weil wir keine Nebengeräusche hier haben. Ich möchte mit euch heute gerne in den Blick nehmen, die Fastenzeit als eine Zeit der Taufvorbereitung. Wie ihr vielleicht wisst, ist seit der Antike, vielleicht bis ins frühe Mittelalter hinein, sind immer Erwachsene getauft worden. Und zwar meistens an Ostersonntag. Und natürlich sind dann die 4 Wochen, die 5 Wochen, 6 Wochen vorher Wochen der intensiven Vorbereitung auf die Taufe dieser Taufbewerber. Klar, dass die liturgischen Texte und besonders die Lesungstexte genau das widerspiegeln und natürlich eben auch eine Vorbereitung und Vorbereitungstexte genau auf diese Taufe sein wollen. Die 3 Texte, die wir die letzten 3 Sonntage gehört haben, sind Texte aus den Taufskrutinien, die eben übrigens auch heute noch so gehalten werden, wenn man mal einen erwachsenen Taufbewerber hat. Und diese 3 Texte verraten uns einiges über das Geheimnis unseres Glaubens und geben uns auch einen Hinweis darauf, wie wir heute unseren Glauben leben können. Das ist zuerst die samaritische Frau, das ist dann die Heilung des Blindgeborenen und das ist, wie wir gestern gehört haben, die Auferstehung vom Lazarus. In diesen 3 Texten offenbart sich Jesus selbst. Im Evangelium der samaritischen Frau sagt er: Ich bin lebendiges Wasser. Und das ist das Wasser, was er auf bestimmte Weise eben dieser samaritischen Frau auch gibt. Und dieses Wasser bewirkt, dass diese samaritische Frau wirklich lebt, dass sie sprudelndes Wasser wird. Etwas, das auch wir uns heute wirklich wünschen können. Echt zu leben, wirklich sprudelnd zu leben, so ansteckend für andere Menschen leben zu können. Dann ist das zweitens eben das Evangelium von der Heilung des Blindgeborenen. Dort sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Und dieser Blindgeborene kann endlich sehen. Die Botschaft für uns kann sein: Herr, ich bitte dich, lass mich sehen. Nicht oberflächlich, sondern wirklich bis auf den Grund. In diesem Evangelium suchen die Pharisäer die ganze Zeit, ob denn dieser Blindgeborene sündig war oder seine Eltern, ob er hat geheilt werden dürfen oder nicht. Und all das ist am Ende des Tages nicht wirklich wichtig. Das Wichtige ist, dass er sehen kann und dass er jetzt glaubt und dass er im besten Fall nicht oberflächlich auf die Leute schaut, sondern versucht ins Herz zu schauen. Gestern im Evangelium haben wir von Lazarus gehört und seiner Auferstehung. Und Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Botschaft ist klar: Der Tod hat keine Macht mehr. Wir können lebendiges Wasser sein. Wir können wirklich sehen, ins Herz der Leute vielleicht sogar. Und das alles, weil Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und weil wir auch sagen können und ganz fest glauben dürfen: Der Tod hat keine Macht mehr über uns und über unser Leben. Wir leben in Christus. Gerade in unserer Situation, gerade im Angesicht dessen, dass wirklich viele Leute sterben, dürfen wir uns das sagen: Herr, du bist die Auferstehung, du bist das Leben und ich darf bei dir sein. Ich lebe, ob ich sterbe oder nicht. Ich bin bei dir geborgen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.